Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Strahlend bunt und mit üppigen Farben ausgestattet kommt erwartungsgemäss der Herbst daher. Auch bei Coop sind Herbstfarben angesagt. Zum Beispiel bei den Äpfeln. Nicht weniger als 10 Sorten stehen normalerweise im Angebot. Und wenn man so davor steht, wird die Wahl schon fast ein bisschen zur Qual, weil man nicht mehr recht weiss, was all die Sorten mit zum Teil ganz neuen Namen wirklich für einen Geschmack haben. Sind sie süß oder eher sauer, besser zum So-Essen oder doch lieber zum Kochen? Dem Rätselrat haben unsere Früchte und Gemüse jetzt ein Ende gesetzt, mit farbigen Etiketten. Gelbe für die milden bis süßlichen Sorten, rote für die kräftigen, eher säuerlichen und grüne für die würzigen, säuerlichen zum Backen und Kochen. An diesen farbigen Etiketten kann man sich jetzt ganz leicht orientieren und findet den Äpfel nach seinem Geschmack auf einen Blick. Immer mehr von unserem Obst kommt aus biologischem Anbau. Das ist aber aufwendiger und bedeutet für den Biobauer wesentlich mehr Arbeit. Er muss Unkraut hacken statt Herbizid einsetzen. Wildkrautstreifen für die Nützlinge stehen, Verwirrungsdrähte und Fallen gegen die Schädlinge aufstellen und überzählige Früchte von Hand wegschneiden. Nur dank diesen Anstrengungen kann er später die Qualität ernten, die von den Konsumenten von Coop Natura Plan erwartet wird. Uns erwartet jetzt ein Rezept von Betty Bossi. Zur Abwechslung nicht mit Äpfeln, sondern mit Birnen. Hallo Reto. Ui, das sieht ja schon sehr geheimnisvoll aus. Das ist wirklich nachher so wie eine Blume am Schluss zum Reintun, ja. Also wenn man es wieder Ruhe nimmt. Die Mandelmasse, die habe ich unten drin gestrichen, sieht man noch ganz schön. Und jetzt werde ich einfach alle Birnen darüber verteilen. Diese wunderbare Mandeltorte, essbereit. Und das ganze Rezept zum Nachkochen sehen Sie morgen über den Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Absolut treue Farben, die sie nicht im Stich lassen, gibt es diesen Herbst von Maybelline New York in 18 seidigen, perlmutschimmernden Nuancen. Bei Coop erwartet sie jetzt die neuesten Make-up-Trends. New Maybelline Forever Lip Color. Long-wearing color stays on hour after hour after hour. The big news? It won't dare flake or dry out. Smooth Glide Formula keeps color fresh. Lip smooth. How smooth is that? Can your long-last lipstick pass the smooth check? New Forever Lip. Für den vergnügten Stadtbummel braucht man also einen Lippenstift, der einiges vertreibt und sogar bis zum Ausgehen am Abend hebt. Der Yves Stöckli, Visagist von Maybelline, weiss, wie man ein schönes Make-up macht. Der Herbst sieht man flammige Lippen im klassischen Lackrot. Pudrig matt am Tag und auf den Abend darf man das Augen-Make-up stärker machen und auf den Lippenstift zusätzlich ein Gloss auftragen. Want blacker than black lashes? Maybelline invents new Great Lash Blackest Black Mascara. Exclusive Ebony Formula creates our blackest lashes ever. The blackest black. New Great Lash Blackest Black Mascara. Für einen grossen Auftritt in der Disco darf es dann nochmal eine Spur intensiver sein, weil dort immer ja schliesslich gesehen werden. Dazu nochmal der Yves. Dramatische Augen, schwarze oder dunkle Lidschatten, schwarze Mascara und Kohl, metallischer Effekt auf den Augenlidern. So, das war es. Danke, Yves. Es war gern geschehen. Das Leben geniessen mit Trendfarben nach Lust und Laune kann man mit Colorama, einem neuen Nagellack, zum Minipreis. Colorama gibt es in 12 unwiderstehlichen Tönen, super praktisch und super günstig. Nochmal zurück zu unseren Bio-Äpfeln. Der winzige Kleber auf diesen Früchten beschäftigt regelmässig unsere Konsumenten und unseren Konsumentendienst. Braucht es diesen Kleber? Warum gibt es keine bessere Lösung? Da ist die Antwort. Weil man Bioprodukte deutlich kennzeichnen muss und von konventionellen Produkten trennen, hat man sie früher abgepackt. Mit dem Kleber kann man die Ware jetzt offen anbieten. Der Kunde kann so viel nehmen, wie er will und man spart Verpackungsmaterial. Der Kleber ist natürlich lebensmittelkonform und der Leim ist 100% biologisch abbaubar. Herbstlich, wenn auch weniger farbig, ist es bei uns in einer Woche. Wir befassen uns mit einer berühmten Wurst aus dem Wattland, der Saucisson Vaudois. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!